Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für den Montag, den 30.12.2019. Nochmal ein Handelstag, der ja nicht großartig auffallen sollte, auch wenn man da immer ein bisschen vorsichtig sein sollte zwischen den Feiertagen. Da wir jetzt nochmal eine Woche mit deutlicher Unterbrechung drin haben. Wir haben den 31.12. drin. Das ist so gesehen Börsenfeiertag. Auch der 1.1.2020 ist ein Börsenfeiertag. Das heißt, Dienstag und Mittwoch ist hier deutlich eingeschränkter Handel. Schauen Sie da auch nochmal genauer hin bei Ihren Brokern, wo da wie was geöffnet ist, ob Sie Kurse bekommen oder nicht. Und wägen Sie dann auch ab, was Sie an Positionen offen lassen. Und ansonsten schon mal für die, die immer nur am Anfang das Bild gucken und nicht bis zu Ende bleiben, schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ja, bleiben Sie anständig. Nehmen Sie sich auch was vor. Nehmen Sie sich ein paar Ziele, auch insbesondere fürs Trading. Ich sage das jedes Jahr wieder, weil es einfach auch wichtig ist. Ne? Nehmen Sie sich einfach auch ein paar Ziele vor. Nehmen Sie sich vor, Sachen zu verändern, wenn es Grund gibt, Sachen zu verändern. Ne? Es sind ja auch einige jetzt beim Seminar mit dabei, die vielleicht sagen, sie wollen da einfach noch mal ein bisschen was machen, sie wollen da irgendwie eine Veränderung reinbringen, kommen vielleicht alleine nicht weiter und so fort. Suchen Sie sich irgendwie Wege, wenn Sie merken, Sie haben jetzt im Jahr 2019 vollen Einsatz gezeigt, sind aber nicht weitergekommen. Gehen Sie jetzt nicht davon aus, dass Ihnen das jetzt alles in den Schoß fällt und 2020 dann irgendwann das Glück zu Ihnen findet. Das ist an der Börse eher selten. Dieses Hoffen auf, irgendwann muss man doch mal Glück haben, wird ein schnelles, ja, irgendwie hat man nie Glück, ne? Also da muss man dolle aufpassen. Dass man die richtigen Stellhebel benutzt, dass man die richtigen Sachen setzt. Und deswegen nehmen Sie sich ruhig vor, schauen Sie nochmal, das ist zum Jahresauftakt, das ist wirklich, man macht es dann halt auch, ne, wenn man sich das da vornimmt. Die Kunst ist dann halt darin, das auch übers Jahr dann durchzuhalten, nicht bloß die ersten 2 Wochen, aber das kann man hinkriegen halt. Ne? Einfach mal ein Trading-Tagebuch auch mitführen, Trading-Tagebuch nehmen und mal reinschreiben, was hat denn einen das letzte Jahr Geld gekostet? Wo hat man ge viel Geld verloren? Und dann sollte die Konsequenz sein, daraus die Fehler zu erkennen und das nach vorne zu projizieren und zu sagen, das klammere ich mir einfach für 2020 auf. Die Fehler, die ich 2019 gemacht habe, mache ich dann 2020 einfach nicht mehr. Ja, und natürlich auch andere Fehler nicht. Versuchen Sie diszipliniert zu handeln, ruhig zu handeln, hauen Sie nicht so viel rum. Ne? Umso ruhiger und konzentrierter sind, umso leichter fällt es Ihnen auch mit Charttechnik, sich einen statistischen Vorteil zu verschaffen. Ne? Wenn Sie am Tag zu viel traden, zu viele Trades machen, geht das ganze Chartanalyse. Da können Sie nach Volume traden, da können Sie nehmen, was Sie wollen. Wenn Sie zu viel machen und zu viel drin rumfummeln, spielen Sie immer den Spread gegen sich. Ne? Also das ist wie beim Roulette halt. Ne? Sie haben beim Roulette ist die grüne Null, die Sie irgendwo immer von der Wahrscheinlichkeit her ein bisschen splittet. Beim Traden ist es das Spread bzw. die Tradinggebühren, die sie immer auch ein bisschen so aus dieser 50-50-Chance. Man hat keine 50-50-Chance, ne? Man hat letztendlich nach oben hin geringere Chance als nach unten, dadurch, dass man mit Eröffnung einer Position immer schon im Minus ist. Ja, und dagegen kann man sich wehren, indem man versucht, hier über Charttechnik sich einen Vorteil zu verschaffen. Aber wenn man zu viel drin rumfummelt, zu viel macht, zu nah dran ist, zu emotional agiert, dann bewirkt man meist genau das Gegenteil. Gut, dann will ich das gar nicht weiter ausführen, sondern jetzt hier mal schauen. Wir sind so, sind wir rausgegangen für den Freitag. Nee, wie war denn das? Für den Montag, ne? Für den Montag, für den 23. hat man die Analyse festgesetzt, hat gesagt, hat grundsätzlich kann er hier noch die 360 erreichen. Wir hätten unten eine schöne Unterstützung um 220 rum. 360 wäre jetzt noch, dann müsste hier oben so drüber schließen, deutlicher auch drüber schließen, ne, um sich mehr zu aktivieren. Dann könnte er mehr schaffen oder er macht hier eben nochmal einen Schlenker unten. Was ist es geworden? Es ist zur Seite gelaufen, dann ist hier oben die 360 geworden. Wird mir die Linie jetzt verlängern, würden Sie sehen, das hat er nicht geschafft, er ist daran gescheitert. Na, er ist nicht oben rausgebrochen. Das wäre demzufolge jetzt etwas, was jetzt noch folgen könnte. Denn dieses Abgleiten hier hinten sieht zwar jetzt erstmal bedrohlich aus, hat aber nichts anderes erwirkt, als hier mal noch ein Gap zu schließen. Von daher, er hat sich über der 300 halten können, wenn auch das Kursniveau nicht ganz exakt die 300 wiedergibt. Sie sehen es von hier per Augenmaß.
ist das gut gehalten, ist das gut gefangen, er hat bloß ein bisschen diese kleine Übertreibung abgebaut. Ich würde jetzt trotzdem den Trigger mitnehmen, sollte der DAX nämlich hier drüber kommen, sollte der DAX hier drüber kommen, hätte er gute Chancen, dann eben loszulaufen Richtung, ja, deutlich mehr dann auch, ne? Also werden nicht nur noch die 400, die 430 wäre erster Anlaufpunkt und dann sehe ich schon 480, 530, denke ich schon. Da wird er dann nicht mehr lange rumfackeln. Das macht er wahrscheinlich sogar relativ zügig, um da auch nicht zu viel in die Gelegenheit zu geben. Irgendwie komisch rein, einen komischen Start rein. Sowas macht man auch gerne mit Gap im Nacken, ne, wo dann die Leute nicht wissen, wo sie den Stop hinlegen sollen. Also wenn der Markt jetzt hier irgendwie um 3,50 reinkommt oder so und hier so ein Gap reißt, sind die Leute immer etwas irritiert und wissen nicht genau, wie sie da long greifen sollen, gucken dann zu, dann steht er schon hier oben und dann sagen sie, na jetzt brauche ich nicht mehr long gehen. Ne, was machen sie dann, die Privaten? Sie hauen dann Short dagegen, na, und dann frisst er sich halt eben durch. Deswegen würde ich schon sagen, sollte er anlaufen nach oben, oberhalb von 3,60, 3,70, 3,80, hier die kleine Zone, Potenziale nach oben vorhanden mit dem Auslaufcharakter. Ne? Also 13,532 halte ich für realistisch. Ansonsten würde ich die Zonen hier mitnehmen. Bleibt dabei, das ist eine kleine Unterstützung. Könnten jetzt auch einen Channel ziehen. Dann hätten wir hier unten nochmal so einen Punkt. Das sind zweite Unterstützungsbastion im Bereich um 13,100, 13,140. Na, dann hätten wir hier zack, 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 so und dann hoch. Na, also das sollte man hier, den Bereich sollte man hier im Auge behalten. So unter der 13,170 bis, ja, am weitesten 13,10. Wir können ja mal anlegen. Haben wir es ganz genau. Nehmen wir den. Wir nehmen den nicht, wir nehmen den anderen. Fassen wir gleich nochmal an, aber es kommt das gleich doch. Oh nee, die Unterkante hier, ne? Das meine ich so dann. Also, da ein bisschen Auge drauf werfen, falls er tief kommt, falls es sich rauswirft, unten raus. Ne? Dann planen sie damit, dass hier noch was kommen kann. Wäre dann eine schöne Flagge, um dann oben raus ins neue Jahr gut reinzustarten. Ne? Gut, schau mal. Ansonsten sehe ich den eher oben raus. Sehe eher hier nochmal Rücklaufchance Richtung 360, 350. Kann er sich dort behaupten, kann er auch die 370 packen. Gute Karten. Ansonsten, wie gesagt, hier 210, 220, aber eher vielleicht dann sogar so eine 13,110 einplanen. Also unter 13,170 können wir vielleicht mal ein bisschen höher legen, unseren Trigger hier. So, schon so unterhalb von 13,190 würde ich denken, der läuft hier so auf 13,110 bis 13,140, hier irgendwie so in diesem Bereich. Dann hat er hier so zwei Stränge. Es würde gut ins Bild passen halt, ne? Es würde passend aussehen. Ja, und dann von hier aber wieder hoch. Ansonsten müsste er den wirklich per Stundenschluss, müsste er dann unter den Channel drunter. Können wir mal hier so machen und dann ist vorbei. Dann verpatzt er eine gelinde Übertreibung, bricht ein bullisches Muster nach oben und nach unten und dann wird das hier, dann wird er wahrscheinlich sogar zu 12.500 laufen. Das gucken wir uns aber am Tageschart an, das sehen wir eher. Aber das muss erstmal so weit kommen. Ich glaube, der ist. Ich sehe ihn gar nicht so negativ. Muss ein bisschen gucken bei den Amerikanern. Der Nasdaq, haben wir jetzt auch im Dienst immer mal wieder ein bisschen stärker drauf geguckt, die letzten Tage. Er hat halt schon so eine krasse Übertreibung. Und da hat man geschrieben, so 7,95, 8,30, glaube ich, 8,20. Das war so ein schönes Übertreibungsziel, von wo aus der halt echt mal wieder einen deutlichen zurücksetzen könnte. Wenn man sich den Kollegen hier anguckt, oh, da ist schon Platz, auch mal ein bisschen was zurückzusetzen. Der dann mal zurücksetzt, Dow Jones wahrscheinlich, S&P, die kommen da alle zurück. Dass hier sich anguckt, wie der die letzte Tageskerze geschlossen hat, ist das schon ein kleines Warnsignal, ne? Und wenn der jetzt nach unten schiebt, so 5,70, also hätte so eine flache Unterstützung bei 8,715 rum, dann, wenn er dann eher losschiebt von oben auf das hoch hier, das wäre schöne Longzone, das könnte man sich schon mal merken, ne? Wenn er so auf die 8,465 von oben drauf setzt, dann wieder hoch, vielleicht ist der DAX in der Zwischenzeit dann hier bis runter gefallen auf die 13,100, schauen wir mal. Ansonsten, Gesamtmarktlage, das wollte ich eigentlich sagen, deswegen bin ich irgendwie auf den Nasdaq gekommen, ist positiv, hier sind alle grün, das sind alle sogar in Übertreibungen drin, ne? Sind in Übertreibung drin, DAX von der Stochastik her hinten sogar schon überverkauft gewesen. Wenn der jetzt hier eine grüne Kerze reinstellt, wird es mich nicht wundern, wenn man 350, 360 anläuft. Ansonsten, ja, Montag ein bisschen vorsichtig,
Montage waren die letzten Wochen eher so, dass sie kurz nach oben geschossen haben zum Start und dann doch tiefer gelaufen sind. Dann gab es noch so ein Dienstagstief und dann ist er wieder hochgestiegen. Ne, das war die letzten Wochen häufig zu sehen. Deswegen Obacht, wenn wir einen positiven Start haben und dann aber komplett auskontern, gegebenenfalls ein geöffnetes Gap schließen, kann man sogar Short probieren dann. Ne, könnte man sich dann mal einen Short reinlegen mit dem Stopp immer ein Fuckers hoch und dann mal hier so ein bisschen auf die unteren Bereiche zielen. Ja, aber dazu muss er auch schwach reinkommen, beziehungsweise muss die Stärke auskontern. Dann gucken wir noch kurz in den Tageschart. Im Tageschart hat er ja den Short-Trigger aktiviert. Das ist ein bisschen doof gelaufen. Ist demzufolge auch ein Fehlsignal geworden. Das hat nicht gegriffen. Hat jetzt oben aktiviert, drüber geschlossen. Kriegt das auch nicht gebraten. Drückt sich jetzt hier rot weg. Wenn man das jetzt so sieht. Spricht jetzt hier erstmal nichts dagegen, dass ich sich hier so flach weiter hochsteigen kann. Im Grunde ist der Trigger nämlich noch aktiv. Jetzt der obere, der untere erstmal nicht mehr. Der wurde durch dieses neue Hoch ausgekontert. Ne, der obere ist jetzt aktiv und könnte unserem DAX jetzt Richtung 13.811 da weiter treiben. Aber auch da brauchst du dann natürlich grüne Kerzen über den Trigger. Und wir sehen momentan, dass der eher nach unten verteidigt wird. Ja, also, dass man versucht, den Markt runterzuhalten, so wie man ihn unterhalb auch versucht hatte, drüber zu halten. Okay? Das heißt, hier Tageschart erstmal nicht dolle wertvoll. Müssen wir einfach so mal jetzt mitnehmen, noch mitziehen und zur Kenntnis nehmen, dass der nicht richtig mitspielt auf Tagesebene. Im Monatschart, das werde ich jetzt gleich noch direkt hinterher machen. Machen wir dann die Jahresanalyse. Das mache ich jetzt heute gleich noch. Wenn wir jetzt schauen, wo wir gekommen sind, wo wir hergekommen sind, war das ja. Das hier waren unsere Pfeile vom 28.12.2018. Da hat man die letzte Jahresanalyse gemacht, haben diese Pfeile so festgesetzt, hatten gesagt, der Markt hat hier unten schon Umkehrcharakter, Umkehrpotenzial. Ich hätte gerne noch die paar Punkte tiefer gesehen. Die hat uns nicht gegeben. Es waren 150, die da gefehlt haben. Dann sollte hochlaufen bis in den Bereich um 11.400 bis 11.800, nee, bis 12.200, glaube ich sogar, ne? 12.400. 11.800 bis 12.400 war, glaube ich, unsere Zone. Da hat man gesagt, das wird dann die potenzielle Umkehrzone. Entweder packt ihr das und dreht sich hier richtig runter rein, crashartig dann quasi einläuten eine crashartige Bewegung, die sich dann wirklich hier hätte noch bis 8.500 ziehen können oder eben der triggert sich oben raus. Und er hat sich nicht, er hat es versucht, ne? Also man sieht ja, dass das nicht ganz auf der Wurstsuppe hergeschwommen kam. Naja, hat es schon probiert. Er hat sich jetzt hier fast ein halbes Jahr lang ausgekämpft in der Zone, dann aber doch den Trigger oben auslösen können. Unten eben nicht angelaufen, nicht mitgegangen, nicht genügend Verkaufsinteresse im Markt gefunden. Oben angetriggert und ist nun auf dem Weg oben raus. Wir haben schon den Supertrend oben mal angetippt, konnten noch nicht drüber schließen. Der Monat ist allerdings auch noch nicht rum, aber dafür bräuchte der DAX schon den Monatsschluss über 500. Momentan sehen wir noch hier einen Hanging Man jetzt stehen. Da sollte man auch aufpassen, nicht, dass wir hier nochmal einen schwachen Januar reinkriegen, um uns nochmal von oben diesen Trigger abzuholen. Das wäre dann die 12.500. Das ist auch was, was im Tageschart eben echt interessant ist diese Unterstützung um 12.500 darum, aber Stand hier ist das erstmal noch positiv. Hier kommt noch eine Tageskerze rein, die warten wir auch noch ab. Und per se, also per Definition, hier der Abwärtstrend gebrochen, kein aktiver Abwärtstrend mehr vorhanden. Der DAX aufwärts gerichtet und würde sich dann hier Stück für Stück weiter hochschieben bis an diese Kante dran. Da wäre der DAX dann erstmal gedeckelt. So, ich sag mal, im Bereich zwischen 14.200 und 14.600 ist dann wahrscheinlich erstmal ein Deckel für ein paar Monate. Das heißt, dort würde der Markt dann wieder nach unten wegdrehen, wenn er das denn nach da oben schafft. Deswegen wäre ich auch im Jahresausblick vermutlich die Route so setzen, dass wir hier oben reinlaufen, die ersten 3 Monate hier noch positiv performen und dann vielleicht schon ab März wegdrehen. Ja, deutliche Auskonsolidieren auf die 500 zurück und dann kommt hier so ein neuer Scheideweg. Ne? Entweder geht er dann runter oder hoch, aber das machen wir nachher noch. Das jetzt für den Montag erstmal nicht so ganz relevant. Gut, okay, das heißt, wir nehmen das jetzt so mit. Ne, Sie haben die zwei Zonen da im Blick. Ich würde jetzt hier einfach mal auch eine blaue reinsetzen. Ich würde denken, der DAX kann sich hier jetzt erstmal wieder ein bisschen fangen. Wieder da hoch, zur 13.350 schwimmen.
Das wäre jetzt meine Erwartungshaltung für den Montag. Mehr muss er nicht machen. Das wäre vollkommen ausreichend. Und damit machen wir das Video zu. Rücken das hier mal noch ein bisschen zurecht. Das ist alles ein bisschen weit drüben. Und wie gesagt, schauen Sie nochmal, wie bei Ihnen der Broker geöffnet hat über die Feiertage jetzt. Na, nicht, dass Sie da eine böse Überraschung haben. Und dann wünsche ich Ihnen einen guten Rutsch. Rutschen Sie gut rein. Viel Erfolg. Wer noch handelt. Und wir hören uns dann Neujahr wieder. Na, mit dem Video dann für den 2.1. Also, bis denn. Tschüss.